Liebe Geschwister, Allah Ta'ala sagt, in einer grammatikalischen Form im Koran, die das Hier und Jetzt betrifft, sowie auf die Zukunft unbegrenzt ausgeweitet ist, das folgende. Einmal in der 27. Sure, und zwar der letzte Vers, der 93. Vers. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعَارِفُونَهَا. Und in der 41. Sure, der vorletzte Vers, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. Sinngemäß, und sag, alles Lob gebührt Allah. Alhamdulillah, wir sagen dies. Alles Lob gebührt Allah. Er wird euch seine Zeichen zeigen und ihr werdet sie erkennen. Und das mit dem Partikel sa eingeleitet. Das heißt, das ist erstmal in der Gegenwart plus in die Zukunft gesetzt. Das heißt, das passiert jetzt und das wird auch morgen passieren bis zum Tage des Gerichts. Und ebenso, wir werden ihnen unsere Zeichen zeigen an den Horizonten in der Welt und in ihnen selbst, bis sie erkennen, dass dies die Wahrheit ist. Dass der Koran, dass der Islam, die Offenbarung von Allah Ta'ala, die Wahrheit ist. Das heißt, diese Zeichen, liebe Geschwister, sie werden stetig entsandt. Entsandt für diejenigen, die noch nicht zum Bekenntnis gefunden haben, und entsandt an diejenigen, die zum Bekenntnis gefunden haben, auf das sie in ihrem Bekenntnis an Überzeugung gewinnen. Allah Ta'ala, er zeigt seine Zeichen. Besonders im Ramadan haben wir versucht, empfänglich für diese Zeichen zu sein. Beziehungsweise aufgrund dessen, dass wir uns gereinigt haben, war unsere Antenne stärker und wir haben mehr von diesen Zeichen empfangen, obwohl sie ständig gegenwärtig sind. Denn sie sind da, nur ob wir sie erkennen, das ist die andere Frage. Und subhanallah, der Ramadan fing für mich damit an, dass ich kurz vor Maghrib, also kurz vor dem ersten Gebet des neuen Monats, eine Scheidung durchgeführt habe und kurz danach eine Eheschließung. Ohne, dass ich das in irgendeiner Form bewusst geplant habe. Das hat sich so ergeben. Der eine Termin hat mich überrascht. Ich dachte, das wäre eine Eherettungssitzung und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, das war eine Scheidungssitzung, definitiv. Alles wurde schon getan, von A bis Z. Und schon doppelt und dreifach. Und subhanallah, das war irgendwie, es war ein Zeichen. Ich wusste nur nicht, worauf es hindeutet. Und ich habe darüber nachgedacht. Was haben Ehe und Scheidung gemeinsam? Ehe und Scheidung haben erstmal gemeinsam, dass man eine bewusste Entscheidung treffen muss. In einer so gewaltigen Angelegenheit, Allah Ta'ala bezeichnet den Ehevertrag im Koran als Mithaq Ghaliz, einen gewaltigen Vertrag. Und so bezeichnet er auch den Vertrag zwischen sich und den Propheten und den Vertrag, den er zwischen sich geschlossen hat und den Kindern Israels. Dieses Wort kommt nur dreimal im Koran vor, liebe Geschwister. Jeweils zweimal, jeweils einmal in Bezug auf Allah Ta'ala und einer quasi weiteren Vertragspartei. Und nur ein einziges Mal zwischen Personen, das ist der Ehevertrag. Das ist eine bewusste Entscheidung für Allah. Wie auch die Scheidung eine bewusste Entscheidung für Allah Ta'ala ist. Und es gibt eine weitere Gemeinsamkeit, liebe Geschwister, die im Koran gesetzt wurde zwischen der Ehe und der Scheidung. Allah Ta'ala sagt im Koran, aber davor, liebe Geschwister, bevor wir dazu kommen, das ist noch, das kommt noch, inshallah, wollte ich noch mal darauf hinweisen, was die Zeichen eigentlich bei uns bewegen sollten. Und ich habe ein sehr wundervolles Beispiel im Koran dazu entdeckt. Sie gehörten zu den schlimmsten Menschen überhaupt. Aber dass sie die Zeichen von Allah Ta'ala erkannt haben, hat sie in einem Moment recht geleitet, bis zu den höchsten Stufen der Nahegebrachten vor Allah Ta'ala. Es geht um die Zauberer, die damals für den Pharao gegen die Wahrheit gearbeitet haben. Und als sie gesehen haben,
wie Musa alayhi salam ihren billigen Zauber zunichte machte. Was ist passiert? فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Es warf die Zauberer in die Niederwerfung. Sie haben sich niedergeworfen. Sie wurden praktisch in die Niederwerfung geworfen. Und sie sagten, wir bezeugen, wir glauben an den Herrn von Harun und von Musa. Das heißt, dieser eine Moment, liebe Geschwister, dieser eine Moment führte sie aus den Dunkelheiten des Kufr in das eine Licht des Iman. Aber danach waren sie nicht nur gewöhnliche Muslime. Direkt danach sagte der Pharao, wie könnt ihr euren Glauben bekunden, wo ihr mich noch nicht um Erlaubnis gefragt habt? Und ich werde euch die Hände und die Füße abhacken und ich werde euch kreuzigen. Und hört euch an, wie sie antworten. قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقُضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Subhanallah, wundervolle Worte. Worte, die vielleicht ein Gelehrter über Tage vorbereiten muss. Aber in diesem einen Moment, in dem sie zur Rechtleitung gefunden haben, hat Allah Ta'ala sie dazu inspiriert, diese, Subhanallah, mehr als goldenen Worte zu sprechen. Sie sagten, wir werden dich nicht dem vorziehen, was an klaren Beweisen zu uns gekommen ist und vor demjenigen, der uns erschaffen hat. So entscheide, was du auch entscheiden magst. Du entscheidest nur über dieses irdische Leben. Allah Ta'ala hat dir nur Verfügungsgewalt über das Diesseits gegeben, nicht über das Jenseits. Wir glauben an unseren Herrn, damit er unsere Verfehlungen vergebe und auch die Zauberei, zu der du uns gezwungen hast. Allah ist besser und beständiger. Subhanallah, was eine theologische Antwort. Und warum, liebe Geschwister? Weil sie ihre Herzen geöffnet haben für die Zeichen von Allah. Natürlich waren sie vorher bereits da, mit Musa alayhi salam, mit Harun alayhi salam und das was an neun bedeutenden Zeichen. Insgesamt an die Kinder Israels gesandt wurde, wobei es da ja auch eine Aufteilung gibt zwischen vor und nachher. Wichtig ist für uns an dieser Stelle, sie öffneten ihre Herzen für die Zeichen von Allah Ta'ala. Und jetzt frage ich euch, ist es nicht auch für uns an die Zeit gekommen, dass wir auch sagen, Subhanallah, ja, die Zeichen sind deutlich, nur ich handle nicht danach. Die Zauberer, sie handelten danach. Seht ihr? Und auch das, liebe Geschwister, ist unsere Aufgabe, dass wir unsere Herzen nicht nur öffnen für die Zeichen von Allah Ta'ala, sondern dass wir auch bereit sind, nach diesen zu handeln. Wir sprachen, liebe Geschwister, über die Ehe und die Scheidung und was sie im Koran gemeinsam haben. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Zunächst einmal sagt Allah Ta'ala im Koran an diejenigen, die dies vermögen, an die Eltern, an Reiche, die dies sponsern können, und verheiratet die Ledigen unter euch. Und diejenigen unter euch, die euch bedienstet sind, in denen ihr Gutes seht, die gut sind, und wenn sie arm sind, Allah wird sie bereichern. Das heißt, durch die Ehe
verspricht Allah Ta'ala Reichtum. Durch die Ehe verspricht Allah Ta'ala Reichtum. Und dann sagt er weiter, und diejenigen, die dies nicht vermögen, die es sich nicht leisten können oder die nicht fähig sind zu heiraten, so mögen sie keusch bleiben, bis Allah Ta'ala sie bereichert aus seiner Fülle. Das heißt, die Entscheidung zur Ehe, eine Entscheidung für Allah, bedeutet Bereicherung. Die Entscheidung zur Keuschheit bedeutet auch Bereicherung. Das heißt, jeder aufrichtige Muslim, der sich fest vornimmt, nein, ich begehe keine Unzucht, keine Sinna, er wird in seinem Leben auch Bereicherung finden. Die Bereicherung wartet auf ihn. Und was sagt Allah Ta'ala nun in Bezug auf die Scheidung, liebe Geschwister? Was sagt Allah Ta'ala nun in Bezug auf die Scheidung? Allah Ta'ala sagt, وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Und wenn sie beide sich trennen, so wird Allah Ta'ala beide aus seiner Fülle bereichern. Das zählt für diejenigen, die die gesamten Schritte von A bis Z durchgegangen sind. Nicht einfach so zur Scheidung sich voreilig entschließen, sondern das ist ein langer, das ist ein Prozess, ein harter Prozess. Das ist nicht so einfach. Es kostet Nerven, kostet Zeit, kostet Vermittlungs- und Rettungsversuche. Aber da, wo dies stattgefunden hat, verspricht Allah auch Bereicherung. Das heißt, mein Ramadan, er startete damit, mit einer Scheidung und mit einer Eheschließung. Das waren für mich, subhanallah, irgendwas, Allah will mir etwas sagen. Und damit, dies teile ich euch auch jetzt damit. Trefft Entscheidungen für Allah und er wird euch bereichern. Trefft Entscheidungen für Allah und er wird euch bereichern. Und der Monat Ramadan war natürlich eine goldene Chance und wir sind immer noch nah dran, dass wir zu diesen Entscheidungen finden. Ein Monat, wo man Weichen stellt, da geht's lang, nicht mehr da lang. Ein Monat, wo man gewisse Fragen, die man jahrelang vielleicht aufgeschoben hat, sagt, jetzt werden sie geklärt. Jetzt gehe ich beispielsweise zum Arzt, ich habe da etwas lange aufgeschoben. Jetzt kläre ich das Problem mit XYZ. Jetzt starte ich meine Bewerbungen. Jetzt gehe ich ins Berufsinformationszentrum und informiere mich, was sind Tätigkeiten, die mir liegen, etc. Ja, deswegen holt dies nach, inshallah, falls ihr dazu nicht gekommen seid, aufgrund von Ablenkungen. Und subhanallah, Allah Ta'ala, praktisch in jeder Lebenslage, so die Entscheidung für Allah Ta'ala getroffen wurde, er verspricht Bereicherung. Hier verspricht er Bereicherung, da verspricht er Bereicherung, dort verspricht er Bereicherung. Und wenn wir aber dieses Gefühl von einer Enge, von immer von Problemen haben, wisst ihr, von wem dieses Gefühl kommt? Allah Ta'ala sagt im Koran, الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Der Scheitan ist es, der euch Armut androht. Dieses Gefühl von immer Armut und Bedürftigkeit, also Al-Faqr ist nicht nur eine materielle Armut. Faqr ist ein Bedürfnis. Ja, dass man ständig bedürftig sein wird. Dieses immer, ja, klein sein, bedürftig sein. Das ist das, was vom Scheitan kommt. Aber wenn wir auf Allah Ta'ala vertrauen und leben, wie ein Muslim zu leben hat, der sich bewegt, der sich anstrengt, Allah Ta'ala, er verspricht Reichtum, liebe Geschwister, Reichtum. Reichtum und Unbedürftigkeit. Ja, Al-Rina ist die Unbedürftigkeit. Unbedürftigkeit. Das heißt, es kann bedeuten, dass man viel hat, und gleichzeitig wenig braucht. Oder es kann sein, dass man wenig hat, aber auch gleichzeitig wenig braucht. Das heißt, man ist reich, man ja, ist unbedürftig. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Denn die reine Unbedürftigkeit, die gebührt wem? Al-Rani, ja, der Unbedürftige. Allah Ta'ala selbst. Und jetzt, liebe Geschwister, im Ramadan, subhanallah, habe ich mich in einen Buchstaben verliebt. Ich gebe zu, ich habe mich verliebt in einen Buchstaben, subhanallah. Ein Buchstabe, ein einziger Buchstabe, der stellenweise im Koran vorkommt, es gibt einem so viel Hoffnung. Und da sind in diesen Buchstaben so viele Lektionen drin. Wollt ihr wissen, welcher Buchstabe es ist?
ist der Buchstabe Fa. Fa. Ja? Oder umgekehrt für euch geschrieben so. Fa. Was hat mich an diesem einen Buchstaben fasziniert? Natürlich, er kommt oft im Koran vor, aber ich rede über ein bestimmtes Fa. Ich nenne es als Laie das Fa der Hilfe. Das Fa der Hilfe von wem? Von Allah Ta'ala. Dazu kurz ein kleiner Einblick, eine kleine Einführung in die arabische Grammatik. Ihr seht beispielsweise, Mohammed kommt in die Moschee rein. Entschuldigt. Er kommt entschuldigt etwas später. Und danach kommt Ahmed. Ja, dakhala Muhammad wa Ahmed. Muhammad kam und danach und Ahmed. Dieses wa bedeutet, Muhammad kam rein und danach kam Ahmed rein. Aber dakhala Muhammad fa Ahmed bedeutet, als Muhammad reinkam, direkt hinter ihm, quasi damit verbunden, kam direkt Ahmed. Das heißt, das eine ist mit dem anderen direkt verbunden. Ja, da gibt es keine Trennung. Und über dieses Fa spreche ich jetzt gerade. Gehen wir einen Ausflug machen in die koranischen Geschichten. Allah Ta'ala sagt, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Und es geht um Yunus alayhi salam, der Mann des Fisches, als er erzürnt wegging. Ja, wir wissen, dass er zu einem Zeitpunkt nicht richtig mit der Herausforderung umgegangen ist. Da meinte er, wir würden ihm nicht den Lebensunterhalt bemessen. Dann rief er in den Finsternissen. Ja, in welchen Finsternissen war er gewesen? Er war vom Auftrag Allah Ta'alas, ohne Offenbarung zu bekommen, weggegangen. Er war in der Finsternis der Dunkelheit. Er war in der Finsternis des Meeres und er war in der Finsternis vom Bauch des Wales. Er rief in diesen Finsternissen. Was rief er? Es gibt keinen Gott außer dir. Preis sei dir. Ich bin wahrlich einer derjenigen, der Fehler gemacht hat. Ja, keine Gottheit außer Allah. Er ist fehlerfrei und er gibt zu, ich war wahrlich einer derjenigen, die Fehler gemacht haben. Die sprach er aus und jetzt kommt Fa. Jetzt kommt dieses wundervolle Fa. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Und direkt danach, also direkt damit verbunden quasi, da erhörten wir ihn, Allah Ta'ala, und erretteten ihn aus dem Kummer. Subhanallah, liebe Geschwister, es ist nicht immer diese materielle Situation. Normalerweise hätte ich jetzt mir vorgestellt, da erretteten wir ihn aus dem Bauche des Wales oder aus dem Meer. Ich meine, es ist ja eine lebensbedrohliche Situation, stimmt's? Aber Allah Ta'ala spricht über etwas viel, viel Schlimmeres als das. Er spricht über den Kummer, den Yunus a.s. hatte. Das ist auch wieder ein Zeichen. Egal, wie schlecht es dir geht, wenn du keinen Kummer hast, weil du mit Allah Ta'ala verbunden bist, dann geht es dir immer noch gut. Und umgekehrt, egal wie schlecht es dir geht, aber du hast eine schlechte Beziehung oder etwas ist noch ungeklärt zwischen dir und Allah Ta'ala, das ist nicht dein Problem. Sondern die ungeklärte Frage mit Allah Ta'ala, das ist das viel größere Problem. Und deswegen spricht Allah Ta'ala das größere Problem an, nicht das kleinere Problem, das weltliche, sondern das größere. Wir erretteten ihn aus seinem Kummer, Subhanallah. Und jetzt, worüber ich mit euch sprechen möchte, ist diese Lektionen, die mit diesem einen Buchstaben Fa einhergehen. Was hat Yunus alayhi salam gemacht, damit danach direkt die Hilfe von Allah Ta'ala gekommen ist? Wir reden ja von der direkten Hilfe. Ja? Weil das ist das, was wir Menschen wollen. Wir wollen immer die direkte Hilfe. Auch in den wirtschaftlichen Beziehungen, was wollen wir? Wir wollen, dass immer alles schnell geht, schnell geht, schnell geht, schnell geht. Dafür bezahlen wir manchmal mehr, aber Hauptsache, es ist schnell. Was hat Yunus alayhi salam gemacht? Er hat Fehler eingesehen.
Er hat Fehler eingesehen. Wenn du direkte Hilfe von Allah Ta'ala möchtest, dann sieh deine Fehler ein. Man sagt, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Ist der erste und gleichzeitig schwierigste Schritt. Weil wenn du deine Fehler nicht erkennst, dann wie kann es für dich Besserung geben? Wenn du leugnest, dass du überhaupt in einem Problem steckst. Das heißt, merken wir uns selbst, also das Zugeben von den Fehlern, die Einsicht in die Fehler. Aber auf Yunus a.s. war noch etwas. Allah Ta'ala gab uns noch eine andere Lektion mit. Am Beispiel von Yunus a.s. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Und hätte er nicht zuvor zu denjenigen gehört, die Allah Ta'ala preisen, so wäre er im Bauch des Wales geblieben bis zum Tag der Auferstehung. Das heißt, wenn wir vorher Gutes tun und dann in einem Problem sind, auch wenn wir dies verschuldet haben, aber dies ist auch ein Faktor dafür, dass wir wieder aus diesem Problem rauskommen. Und der Prophet sagte dies auch zu Ibn Abbas, Allah Ta'ala möge mit Ibn Abbas zufrieden sein, sallallahu alaihi wasallam, auf unseren geliebten Propheten Muhammad. Bewahre Allah in den guten Zeiten und er wird dir in den schwierigen Zeiten helfen. Bewahre Allah in den guten Zeiten und er wird dir in den schwierigen Zeiten helfen. Hätte Yunus alaihi salam nicht zu denjenigen gehört, die mit Allah Ta'ala verbunden gewesen sind, durch ihre Preisung Allah Ta'alas, durch ihre guten Taten, dann wäre er nicht aus seinem Problem herausgekommen. Dann wäre er im Wal drin geblieben. Das heißt, gute Taten vorausschicken und Selbsterkenntnis. Also das Eingestehen gegenüber Allah Ta'ala. Dass man sich selbst eingesteht und Allah Ta'ala gegenüber eingesteht, ich habe einen Fehler gemacht. Das führt zu diesem Fa. Das führt zu der direkten Hilfe von Allah Ta'ala, liebe Geschwister. Aber ich habe noch mehr für euch vorbereitet. Stellt euch vor, فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Wir wissen, Musa a.s. musste mit den Kindern Israels fliehen vor dem Pharao und vor seiner Folter und vor der Sklaverei, vor der Versklavung von ihm und vor der Tötung von ihm. Und jetzt haben sie diesen Moment erreicht, wo vor ihnen das Meer war und hinter ihnen haben schon die Soldaten des Pharao sie eingeholt. Das heißt, nach hinten schauend sieht man den Tod durch Soldaten und nach vorne schauend sieht man den Tod des Ertrinkens. Stellt euch das vor, das ist eine heftige Situation. Und als dann diese beiden Gruppen sich sehen konnten, ja, so nah war das, ganz nah, nicht weiter, ganz nah, dass sich die beiden Gruppen sehen konnten, haben die Gefährten von Musa gesprochen. Oh Musa, wir werden eingeholt. Und was sagte Musa a.s.? قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Nein, aber nein. Mit mir ist Allah, mein Herr, und er wird mich führen. Das sind Worte des festen Vertrauens. Was ist passiert? Welcher Buchstabe kommt jetzt? Fa. Ein wundervoller, befreiender, auch wenn man ihn ausspricht, Fa. Ja, ist kein schwieriger Buchstabe. Bad, off. Ja, sondern Fa. Ich würde meinen, er kommt in jeder Sprache vor. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ يَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Hier kommen sogar zwei Fas vor. Da gaben wir Musa ein. Direkt danach hat Allah Ta'ala Musa offenbart. Schlag mit einem Stock auf das Meer, auf das Gewässer. Und was ist dann passiert? Direkt danach gab es zwei Berge, gab es also Meeresberge praktisch. Berge aufs Meer. Das heißt, zweimal Fa, sofort war die Hilfe von Allah Ta'ala da. Das heißt, nehmen wir zu, Einsicht in die eigenen Fehler und vorher Gutes tun, zum dritten auf Allah Ta'ala vertrauen. Da, wo diese drei Dinge da sind, dann bekommt ihr das Fa. Fa.
Was auch, liebe Geschwister, wichtig ist, und wir leben in einer Zeit, ja, der Superhelden, des Individualismus, des Ich kann alles und es gibt keine Grenzen und keine Entschuldigung, ich ziehe das jetzt durch. Ja, ob im Beruf, ob in der Freizeit, im Sport, im Hobby. Ja. Wir bauen uns auf, also in dieser Gesellschaft baut sich das Individuum auf, als wäre es ein Gott. Ja. Nein, ich brauche nichts und ich habe mein Schicksal fest in der Hand und ich kann alles. Aber Allah Ta'ala erfordert etwas von uns, damit wir seine direkte Hilfe, seine Fahrhilfe bekommen. Und das ist das Folgende. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. Vor ihnen schon bezichtigte das Volk Nuhs ihren Gesandten der Lüge. Sie bezichtigten unseren Diener der Lüge und sagten, er ist besessen. Und er wurde von ihnen gescholten. Und was hat Nuh a.s. in dieser Situation gemacht? Fada'a. Wieder das Fa. Mit dieser Situation verbunden war sein Bittgebet. Er sagte, da rief er seinen Herrn an, ich bin überwältigt, so leiste mir Hilfe. Ich bin überwältigt. Inni maghlub. Ich kann nicht mehr, ich bin überwältigt. Fällt uns dieser Satz leicht? Also gerade zu den Männern hier, ja, wir vom Fußballplatz, egal, wir werden gefault, nein, ich kann nicht, mach weiter. Ja? Aber uns fällt es manchmal schwierig zu sagen, ich kann nicht mehr, oh Allah, ich brauche deine Hilfe. Das verlangt Allah Ta'ala von uns. Aber was hat auch Nuh alayhi salam getan? Vorher schon, er hat sein Schiff gebaut. Ja? Das heißt nicht nur sagen, oh, ich bin schwach, sondern tu auch was dafür. Und diese beiden Lektionen sind auch im Folgenden enthalten. قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Und sie sagte, wer ist damit gemeint? Oh, wäre ich doch zuvor gestorben. Oder eine ganz und gar vergessene Sache. Ganz und gar vergessen bei den Menschen. Wer hat das gesprochen? Maryam alayhi salam. Maryam alayhi salam. Ja, als sie schwanger war und wusste, jetzt wird es eine Herausforderung, eine Konfrontation geben mit ihrem Volk. Das heißt, sie hat, subhanallah, sie hat ihre Schwäche zugegeben vor Allah Ta'ala. Und das fällt vielen Menschen schwer. Und was kommt danach? Fa. Ja? Welches Fa kommt jetzt? Das Fa der Hilfe. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِيًّا. Da rief er von unten zu. Manche sagen, das war ein Engel und manche sagen, das war bereits Isa alayhi salam. Also direkt danach, direkt nach diesem Bittgebet, nach dem Bittgebet und nach dem Eingestehen der eigenen Schwäche, kam direkt dieser Ruf. Sei nicht traurig, unter dir ist ein Bach hervorgebracht worden. Und dann wieder, man muss was machen. Schüttle an der Dattelpalme und dann werden Datteln zu dir kommen. Und ich habe das schon öfters erklärt, so eine Dattelpalme ist nicht hier so ein kleines Bäumchen, sondern das ist so wie diese Säule da. Da gibt es eigentlich nichts zum Wackeln, liebe Geschwister. Aber Allah Ta'ala, die Lektion da drin, er will, dass wir was tun. Das heißt, wir erkennen unsere eigene Schwäche an, aber wir tun auch etwas. Und sei es noch so unbedeutend, sei es noch so unrealistisch oder wenig erfolgversprechend, wir müssen etwas tun. Und das ist auch das, was Ärzte immer versuchen, bei den Patienten zu mobilisieren, dass sie auch etwas Eigenes tun. Weil ansonsten, ja, öffnet Allah Ta'ala nicht die Tore seiner Segnungen, beziehungsweise ja, die Hilfe wird schwächer. Und subhanallah, wir haben aber auch eine Verantwortung. Ist es nicht so, wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft haben wir Allah Ta'ala schon um Vergebung gebeten? Wie oft haben wir schon Allah Ta'ala darum gebeten, dass er uns gewisse Dinge erfüllt? Und wir wissen quasi in unserem Herzen, ohne dass wir sagen können zu 100%, aber unser Herz sagt ja. Wie könnte es anders sein?
dass Allah Ta'ala uns vergeben hat, dass er uns aus Problemen rausgeholfen hat, dass er uns unsere Wünsche erfüllt hat. Dieses Gefühl kennen wir alle, oder? So, ja, irgendwie, ich glaube schon, Allah hat mir vergeben, ja. Aber dann bauen wir wieder Mist und dann wird das Gefühl wieder unsicher. Wenn ihr dieses Gefühl habt, die Hilfe von Allah Ta'ala war da, die Hilfe von Allah Ta'ala war da, dann entnehmt Folgendes aus dem Koran als weiteren Schritt für euer Leben. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Ist jetzt nichts Neues für euch? Er sagte, damit es Musa gemeint, a.s., mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt, wie auch Yunus, a.s., es zugegeben hat. So bitte vergib mir. Und dann فغفر له. Und direkt damit verbunden hat Allah Ta'ala ihm vergeben. Denn er ist ja der Allvergebende, der Barmherzige. Und dann sagt er, und dies hat mich überrascht, weil dies war, bevor er zum Propheten ernannt wurde von Allah Ta'ala. Er sagte, mein Herr, darum, dass du mir eine Gnade erwiesen hast, werde ich den Übeltätern nicht mehr Beistand leisten. Ich habe gedacht, Subhanallah, er ist kein Prophet. Fühlt er etwa die Vergebung von Allah? Ich wusste es nicht. Ich habe im Tafsir von Jalalain nachgeschlagen und der Tafsir von Jalalain bestätigt, dass Musa aufgrund der Vergebung, die er von Allah Ta'ala gefühlt hat, dann dieses Bittgebet gemacht hat. Subhanallah. Und was hat er getan danach? Also es war ja kein Bittgebet. Er sagte, oh Allah, dafür, dass du mir diese Gnade gegeben hast, ich werde den Ungerechten nicht mehr helfen. Weil wir kennen die Geschichte, in der er reingezogen wurde. Und er sagte, sowas wird mir nicht nochmal passieren. Das heißt, wenn wir die Hilfe von Allah Ta'ala verspüren, was sollen wir tun? Wenn wir die Vergebung von Allah Ta'ala verspüren, wenn wir dieses Fa von Allah Ta'ala verspüren, was sollen wir tun? Wir sollen an unserer Rechtschaffenheit arbeiten und ein Versprechen Allah Ta'ala gegenüber abgeben. Noch viel, aber wir bitten Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, in dieser Aya kommen, in dieser Passage kommen dreimal unser geliebtes Fa vor. Ich mache es etwas kurz, weil ich weiß, dass einige von euch noch zur Arbeit müssen. Als Musa a.s. vom Pharao damals als Person geflohen ist, ja, bevor er zum Propheten ernannt wurde, hat er an einem Brunnen gesehen, dass viele Leute ihr Vieh tränken, aber zwei Frauen haben sich nicht durchsetzen können gegenüber den Männern. Und er ist hingegangen und hat gesagt, was ist los mit euch? Und sie sagten, wir werden zurückgedrängt und unser Vater ist ein alter Mann. Was kam danach? Ein Pfarr. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. Zwei Phasen haben wir jetzt durchgemacht. Sobald er gemerkt hat, die Frauen können sich nicht um das Vieh kümmern, direkt hat er geholfen. Zack, dann, wir kennen Musa a.s., dann ist er nach vorne gegangen, hat er alles erledigt. Hat nichts ausgemacht, ich brauche Geld oder wie auch immer, nein, direkt geholfen. Und dann direkt nach der Arbeit begab er sich in einen Schatten, sodass die Leute auch nichts mitbekommen. Ja, war für sich alleine, mit Allah Ta'ala natürlich, und sagte, oh Allah, egal was es ist, ich brauche es. Bitte. Ja? Und was kommt danach? Fahr. Noch ein Fahr. Drei Fahrs haben wir hier. Dreimal den Buchstaben, in den ich mich jetzt verliebt habe. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Und als er dieses Bittgebet gemacht hat, war vielleicht ein langes Bittgebet. Dann kam eine von den beiden Frauen
und hat ihn dann eingeladen. Und sie lief auf der Schamhaftigkeit. Also nicht so, ja, und eine riesen Parfümwelle, sondern sie lief auf der Schamhaftigkeit und hat gesagt, mein Vater lädt dich ein und etc. Und wer war das dann? Was ergab sich daraus? Die Ehe und Arbeit. Das heißt, die Erfüllung der Bittgebete. Das heißt, helft anderen, sobald ihr merkt, sie brauchen es. Seid selber dieses Pfarr in eurem menschenmöglichen Maß. Die direkte Hilfe. Und nach der Arbeit bittet Allah Ta'ala. Direkt danach. Nach den guten Taten. Und danach werdet ihr auch das dritte Pfarr nicht vermissen, nämlich die Hilfe von Allah Ta'ala an dieser Stelle. Liebe Geschwister, wir werden jetzt sammeln für die Spenden, für die Aktivitäten der Gemeinde. Es gibt noch eine kleine Fortsetzung, aber ich kürze das, weil ich bereits jetzt schon eine Minute überschritten habe. Bitte um euer Verständnis an der Stelle. Wir sammeln für die Aktivitäten der Moschee, spendet, auf dass Allah Ta'ala auch euren Füßen festen Halt verleiht, wie Allah Ta'ala im Koran verspricht. Ja, ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O ihr Gläubigen, helft Allahs Sache und er wird euch helfen und er wird euren Füßen festen Halt verleihen. Ich darf euch darauf aufmerksam machen, dass diesen Sonntag, also die Schwestern, um 14.30 Uhr sich im Güntersburgpark treffen werden und dort grillen werden, das heißt nur Schwestern, ja? Und am 9.8., das heißt übernächsten Sonntag, hat Islamic Relief einen Spendenlauf organisiert. Das heißt, ihr könnt laufen, ihr könnt spenden, ihr könnt euch auch sponsern lassen, das Gefühl haben, ihr seid ein Leistungssportler, pro Runde 400 Meter, glaube ich, könnt ihr dann sagen, ja, Mama, Papa, gib mal 3-4 Euro und dann lauft ihr 20 Runden, dann habt ihr schon einen großen Betrag, inshallah, relativ für die Geschwister sammeln können und das Gefühl gehabt, dass ihr ein Leistungssportler seid. Ja? Mehr Infos auf Facebook, benefizlauffm.de, glaube ich, ist die Homepage an der Stelle.